Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und hier in der Toskana. Ja, da ich immer mal wieder gefragt werde, gibt es denn kein Tutorial für Anfänger? Wie sind die ersten Bewegungen, die ersten Schritte? Wie fange ich das überhaupt an? Bis jetzt gab es das noch nicht, aber jetzt. Ja, übrigens das Stück, das du im Vorspann gehört hast, wo ich ein bisschen probiert habe, wie könnte man denn so eine Harfe halten? Das ist der Wasserfall und man braucht nur 3 Finger, um ihn zu spielen. Es ist wirklich sehr einfach, auch wenn es sich nicht so anhört. Das kannst du vielleicht heute noch spielen, höchstens ein bisschen langsamer. Gut, aber zunächst möchte ich dir mal gratulieren, dass du dich für dieses Zauberinstrument entschieden hast, das du jetzt spielen möchtest. Denn für mich ist es das schönste Instrument auf der ganzen Welt. Wenn man so historische Bilder anschaut, dann ist es ja ganz oft so, dass die Elfen oder die Nixen, eben die Naturwesen, die Engel oder die Barden, die Geschichtenerzähler, Harfe spielen. Und du gehörst jetzt auch dazu. Willkommen in der Harfenwelt. Ja, und ich liebe es auch noch sehr, weil ich die Harfe, finde ich, ist ein Instrument, das man so in den Arm nimmt zum Spielen und sich ans Herz legt. Also für mich ist es einfach ein Herzensinstrument. Da sind wir jetzt schon ein bisschen bei der Haltung der Harfe. Das erkläre ich vielleicht mal vorab, weil das sollte man wissen, bevor man überhaupt mit den Fingern rangeht. Also, ich sitze jetzt ein klein bisschen zu hoch, aber es geht. Also deine Harfe sollte so an deiner Schulter sein. Besser wäre es vielleicht noch so. Es kommt aber darauf an, was du für eine hast. Also ich habe jetzt nur Hakenharfen. Das sind die mit diesen Klappen und die sind alle nicht allzu groß. Das hier ist eine böhmische Harfe. Die sind sehr, sehr leicht. Die kann man immer gut mitnehmen. Und das, was du im Vorspann gesehen hast, das ist eine irische oder keltische Harfe. Die haben immer diesen Bogen. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Harfen. Wichtig ist, dass du, wenn es gibt auch schwerere, also diese hat nur 6,5 Kilo. Und wenn du jetzt eine mit 12 oder 13 hast, dann ist es wichtig zum Beispiel, dass die Harfe gut an deiner Schulter liegt. Das heißt, die ist jetzt leicht, aber wenn sie schwer ist, solltest du nicht so nach hinten liegen, dass sie dich praktisch hinterdrückt, aber auch nicht so, dass sie nach vorne fliegt und du beim Spielen immer das Gefühl hast, du musst sie wieder fangen, sondern eigentlich so ganz leicht an der Schulter. Dann klemmt man sie ein bisschen zwischen die Beine und eigentlich steht sie ja so, gerade wenn ich jetzt spiele, aber wenn ich jetzt so spielen würde und ich muss ja ein bisschen gucken auf die Saiten, dann verdrehe ich immer meinen Rücken, was auf Dauer vielen Harfenspielern Rückenprobleme macht. Also einfacher ist es, man legt sie leicht schräg. Ich lege den Fuß ein bisschen drunter, stabilisiere sie mit den Knien oder Oberschenkeln, kann leicht draufschauen und mein Rücken ist ganz gerade. Also glücklicherweise hatte ich noch nie Probleme mit dem Rücken oder Nacken oder was beim Harfenspielen. Okay, das mal für den Anfang. Ja, was ist jetzt so eine Harfe? So eine Harfe hat eigentlich immer diesen Rahmen hier, dann hat sie die Saiten unterschiedlich viele und diese kleineren Harfen haben Klappen, damit kannst du den Ton verstellen, zum Beispiel ein C ist dann ein Cis. Das brauchen wir aber für den Anfang jetzt gar nicht unbedingt. Dann diese hier hat jetzt 33 Saiten. Du siehst die bunten Farben vielleicht darauf, also es gibt rote Saiten, das sind Cs und die sind auf allen Harfen rot. Und dann gibt es noch schwarze oder blaue, manchmal sind sie auch blau Saiten, das sind die Fs. Und die dazwischen, wenn du ein bisschen was von Musik weißt, sind eben, ist die Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, C, wobei es jetzt nicht ganz stimmt, wir sind in S-Dur, dann ist es C, D, S und so weiter. Aber damit will ich dich jetzt gar nicht zutexten, das ist jetzt erstmal egal. Ich habe der Einfachheit halber jetzt einfach alle Klappen unten gelassen und ich spiele auch gerne so,
weil da muss man gar nicht erstmal rumklappen und ich mag Es-Dur oder C-Moll oder so. Ja, heute möchte ich dir eigentlich beibringen, noch wie du dich auf dieser Harfe bewegst, wie du deine Finger bewegst, weil das ist erstmal das Wichtigste. Und das ganze theoretische Wissen, es ist gut, wenn du ein Basiswissen hast und ich erkläre in den Tutorials ja immer ein bisschen was, denn ein bisschen Wissen muss man, wenn ich zum Beispiel dir sage, ja, wenn wir nehmen die C-Seite oder wir fangen auf G an, dann ist es natürlich vorteilhaft, wir sind in Italien, zu wissen, wo ist sie und das lernst du mit der Zeit. Also mein Musiktheoriewissen beschränkt sich auf die Basis eigentlich und die, ein großer Dank an Christoph Pampuch, das habe ich bei ihm gelernt, wenn ich immer mal bei ihm bin und er meine Kompositionen aufschreibt, dann weiß ich eigentlich erst, was ich da gemacht habe. Das heißt, um zu spielen oder zu komponieren, musst du wirklich nicht viel wissen. Wenn du natürlich schon das Ganze weißt, ist es super fein und nutze es, es ist klasse. Aber ich erzähle dir das eigentlich, damit du entspannt sein kannst, wenn du sagst, oh Gott, ich kann nicht mal die Noten oder ich bin schon zu alt oder irgendwas, egal. Nein, bist du nicht und es stimmt einfach nicht, denn du kannst auch spielen, wenn du nichts oder wenig weißt. Und ich habe schon Konzerte von Harfenspielern gehört, boah, die waren einfach so berührend und so wunderschön. Und das waren Menschen, die eigentlich nicht mal wissen, was es für Töne sind. Okay, das eigentlich so zum Entspannen. Hey, du musst nichts wissen. Die Finger bewegen lernen, das ist wichtig. Und was ich noch am Anfang dich fragen möchte, ist eigentlich, du hast dich für die Harfe entschieden, dass du dir manchmal, wenn du spielst oder auch immer weiterkommst, dass du dir bewusst wirst, warum spielst du? Warum? Für dich, ich nehme an, für dich selbst, weil dir die Klänge vielleicht so gefallen, weil die Klänge dich berühren, weil du dich entspannen kannst damit, weil du Lust auf was Neues hast. Deshalb frage ich dich, dass du dich immer wieder mal fragst, du spielst wahrscheinlich für dich selbst und nicht für irgendjemand, der dann beurteilt, oh, heute spielst du aber schlecht oder kannst du es immer noch nicht. Das passiert, wenn man ein Instrument lernt. Und das geht aber eigentlich gar nicht, denn ich habe immer es so gefühlt und auch so erlebt für mich, ich spiele für mich und es muss für mich schön sein. Und ich bin eigentlich immer mit mir zufrieden, was ich spiele. Und ich lasse die Töne kommen, so wie sie kommen. Und ob jemand anders das schön findet oder ob ich jetzt schon diesen Griff kann oder diesen Takt kann. Egal. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel Freude hast mit diesem Instrument und dass es dich berührt, was du da tust. Ja, dann fangen wir dann gleich mal mit der Praxis an. So, dann lasst uns mal anfangen. Du sitzt jetzt richtig, hast deine Harfe richtig im Arm und jetzt spielen wir. Harfe spielt man mit diesen vier Fingern an der Hand, also den kleinen benutzt man klassisch nicht, aber es gibt Harfenspieler, die benutzen ihn. Normalerweise nimmt man diese vier Finger und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du am Anfang dieses Spielen, dieses Bewegen auf der Harfe und die Fingerhaltung wirklich diszipliniert und genau machst. Denn du willst dich später schnell bewegen oder überhaupt entspannt bewegen. Und dafür ist wichtig, dass du das wirklich lernst und ganz langsam. Denn du spielst ja wahrscheinlich zur Entspannung. Gut. Ich fange jetzt gerne so an, es jemand beizubringen, dass ich sage, wir nehmen am Anfang nur zwei Finger von jeder Hand. Wenn die dann gelernt haben, richtig aufzulegen und sich zu bewegen, dann nehmen wir den dritten dazu und irgendwann auch den vierten. Also heute gibt es nur zwei Finger von jeder Hand. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du die Finger auflegst, also nicht so irgendwie das fließt auf Dauer nicht, das geht nicht. Also man kann so spielen, aber das klingt auch nicht schön. Also das heißt, ich fange jetzt auf diesen Tönen mal an, in denen der Wasserfall ist. Das heißt, mit der rechten Hand habe ich jetzt das
F, die schwarze Seite dazwischen und den Zeigefinger unterhalb der schwarzen Seite und den Daumen oben. Du setzt die Finger so auf, dass sie an den Fingerkuppen die Seiten liegen. Also es ist auch egal, wie weit die Abstände deiner Harfe sind, denn du gehst ja da nicht rein, sondern du legst sie wirklich nur an der Spitze auf. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, dass der Daumen oben ist. Bitte schau jedes Mal hin, wenn du spielst am Anfang. Später macht man das ja automatisch. Denn das hat folgenden Sinn. Wenn du die Finger so nebeneinander hast und so spielen würdest, stoßen die irgendwann aneinander an. Und wenn die so sind, dann kannst du schön in die Hand reinspielen. Das ist auch die Bewegung, in der du dann spielst. Das heißt, wenn ich den abspiele, geht der hier in die Hand und der Daumen oben drauf. Also egal mit wie vielen Fingern, ob nur mit 2 oder später mit 3, am Ende hast du jetzt ein bisschen übertrieben, aber sowas wie eine Faust. Das ist die Bewegung. Und ich kann dir nur ans Herz legen, wenn wir jetzt 2 Töne spielen und anfangen, dass du sie auflegst. Also jeder Finger liegt am richtigen Platz. Ich gucke mir das erstmal an. Stimmen meine Finger? Ja. Ist der Daumen oben? Ja. Dann darf ich die Saite abspielen. Also. So und nur so. Was ganz toll ist am Anfang, ist, wenn du dir einfach selber zuhörst. Vielleicht wird es am Anfang ungleichmäßig laut. Der Daumen ist oft sehr kräftig und spielt laut, der andere nicht so. Aber lass dir Zeit. Sieh es als Meditation. Du kannst dann auch mal woanders hinrutschen. Lass immer eine Seite aus, das ist wirklich einfacher am Anfang und wir können dann noch ein bisschen eine Übung damit machen. Und beim Wasserfall ist es auch so. Eine Seite ist immer dazwischen. Ein Fehler, den Anfänger immer wieder machen, weil man so schnell spielen will, ist, dass man so gar nicht einlegt, sich die Zeit nicht nimmt, die drauf zu legen, sondern so zupft. Das wird auf Dauer nichts, also sei entspannt und lass dir einfach Zeit. Das zahlt sich später aus. Gut, das übst du natürlich nicht nur mit der rechten Hand, sondern auch mit der linken. Da ist genauso der Daumen oben und der Zeigefinger unten. Liegen sie? Daumen ist oben? Ja. Oh, wir kriegen ein bisschen Besuch hier noch, ja. Da möchte noch jemand beim Harfentutorial mitmachen. Pim, kannst du vielleicht die Harfenschülerin mal zeigen? Da kommen auch gleich noch ein paar mehr. Ist das nett? Ja, die sind sehr friedlich hier und ich glaube, sie mögen auch Harfenmusik und natürlich die Aprikosen, die von unserem Baum herunterfallen. Da ist auch noch ein Baby mitgekommen. Okay, wir machen jetzt einfach weiter, die stören uns nicht. Das ist doch mal ein besonderes Tutorial mit Wildschweinbesuch. Ja, also mit der linken Hand natürlich genauso. Aufsetzen, schauen, spielen. Horchen dabei.
in dem Moment, wo die Finger sitzen, musst du ja auch nicht mehr hinschauen. Du kannst es einfach genießen, was du für Töne spielst. Du spielst an den Seiten immer ungefähr von der Länge gesehen in der Mitte und die rechte Hand mehr hier oben, die linke mehr hier unten. Die rechte darf auch hier entlang rutschen, die linke bewegt sich frei. Das hast du wahrscheinlich schon beobachtet. Du kannst natürlich jetzt diese beiden Töne auch nach unten spielen. Das solltest du auch üben. Aufsetzen, schauen, ist der Daumen oben, spielen und lauschen. Wenn du das schon jede Hand einzeln ganz gut kannst, dann kannst du natürlich auch mal abwechselnd. Und immer wieder aufsetzen. Schauen, Daumen oben und dann spielen. Du merkst, das kann richtig entspannend sein und das ist die Aufgabe jetzt erstmal für den Anfang. Aufsetzen, schauen, abspielen und dir zuhören. Okay, wenn das jetzt schon recht gut geht, dann kannst du mal versuchen, Treppen zu spielen, nach oben und nach unten. Das heißt, du hast ja immer eine Seite frei. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich würde das nicht gleich heute alles probieren, aber das heißt, du sitzt wieder auf, schaust, dann spielst du das, die untere Seite, also den Zeigefinger, ab. Bevor du den Daumen spielst, setzt du den Zeigefinger eine Seite höher auf. Oh, Verzeihung. Dann wandert der Daumen eins hoch. Dann darf wieder der Zeigefinger spielen, aufsetzen. Daumen spielen, aufsetzen. Zeigefinger spielen, aufsetzen. Daumen spielen, aufsetzen. Das Gleiche geht natürlich nach dem gleichen Prinzip nach unten. Daumen spielen, aufsetzen, Zeigefinger spielen, aufsetzen. Und mit der linken Hand das Gleiche. Wenn das so super läuft, dass es dir schon langweilig ist, kannst du es natürlich synchron versuchen. Klingt jetzt vielleicht nicht so toll, aber zum Üben. Auch schön. Okay, das waren jetzt mal so Bewegungen mit diesen zwei Fingern. Das nennt man auch eine Terz, wenn eine Seite dazwischen ist. Nur, dass du das mal vielleicht gehört hast, falls du es noch nicht eh schon weißt. Du kannst es auch machen oder wie ich es vorhin machte, was ich für Anfänger einfacher finde, du setzt alle Finger schon auf und spielst dann ab. Ist es nicht traumhaft, schwebend, schön, nur diese Finger? Okay, ich zeige dir jetzt dann noch den Wasserfall. Wir nehmen das jetzt noch auf, wobei ich habe mich entschieden, da jetzt erstmal einen Schnitt zu machen und es in einem eigenen kleinen Tutorial zu machen, damit du nicht immer suchen musst, wo kommt der jetzt, weil den Anfang wirst du dir ja nicht öfter anhören und den Wasserfall, der ist vielleicht auch für Spieler interessant, die schon ein bisschen länger spielen, denn der bietet unendlich viele Möglichkeiten zu spielen und ich teile den Wasserfall auf zwei Tutorials auf, eins wirklich für Anfänger und Fortgeschrittene, die vielleicht noch nie so rumgesprungen sind mit den Fingern auf der Harfe. Und der zweite Teil ist dann schon mit mehreren Fingern. Wobei in der rechten Hand bleiben es immer zwei. Gut, ich hoffe, ich konnte dir
als Anfänger weiterhelfen und ich dich inspirieren. Ich hoffe, es macht dir total Spaß mit deiner Harfe. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Spielen, zur Harfe oder sonst irgendwas, dann kannst du mir sehr gerne Kommentare schreiben. Ich beantworte sie alle und freue mich auch sehr darüber. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und viel, viel Freude. Tschüss, bis zum nächsten Mal.